hereingekuddelt und hereingemuddelt. Da spricht die Sonja. Ich wünsche dir einen schönen guten Abend und freue mich sehr, dass du wieder Kuddelmuddel hörst. Vielleicht sagte die Aktion Andy and Kelly Go Back to School etwas. Wir haben in den vergangenen Jahren immer Kinder vorgestellt, die an dieser Aktion teilgenommen haben und dabei auch gewonnen haben. Was da ganz genau dahinter steckt, das können wir Frau Direktor Helga Madritsch fragen. Sie ist Direktorin an der Volksschule Sachsenburg. Was ist das ganz genau? Andy and Kelly Go Back to School. Das ist ein tolles Tanzprojekt, das 14-tägig also an der Schule stattfindet, immer vom Andy bzw. von der Kelly also begleitet und durchgeführt wird. Die Kinder mit großer Begeisterung dabei waren und natürlich der Höhepunkt in dem Abschlussevent in Velden im Casineum im Juli dann natürlich ihren Höhepunkt erreicht hat. Und ich als Direktorin natürlich sehr, sehr stolz auf unsere kleinen Tänzer und Tänzerinnen bin und wir bei diesem Abschlussevent den zweiten Platz belegt haben. Da kann ich nur ganz herzlich gratulieren. Hat es Sie selber auch ein bisschen gejuckt als Direktorin, wo Sie sich gedacht haben, Mensch, da würde ich eigentlich gerne ein bisschen mittanzen? Ich muss ganz ehrlich sagen, uns hat zum Schluss also nicht nur mich, sondern also mein ganzer Lehrkörper, meine ganzen Lehrerinnen, der große Ehrgeiz gepackt. Also wir waren selbst sehr aktiv beim Proben dabei und mit großer Begeisterung und natürlich nachher beim Tanzwettbewerb sowieso. Und es hat eigentlich alles gekribbelt und die Füße sind genauso mitgegangen, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei uns. Die Direktorin ist stolz, wir sind stolz auf diese Kinder und diese Kinder, die da gewonnen haben, die werden heute hier bei mir vorkommen. Kuddelmuddel in Radio Kärnten. Schön, dass du bei mir bist. Kuddelmuddel heute mit den Kindern der Volksschule Sachsenburg. Die Kinder haben nämlich gewonnen bei Andy and Kelly Go Back to School. Oder wie war das ganz genau? Erzähl einmal. Wir haben einmal von der Frau Direktorin so einen Zettel gekriegt und da ist umgestanden, ob wir tanzen gehen wollen. Und dann hat die Mama da unterschreiben müssen und dann hätten wir jeden Dienstag tanzen gehen dürfen. Und das hast du dürfen? Ja. Wer bist denn du überhaupt? Die Celine Strasser. Ja, und Celine, welche Klasse gehst du? Dritte. Und wie war das jetzt für dich, so das Tanzen mit Andy und Kelly? Das war sehr cool, weil da haben wir dann so einen Auftritt fahren dürfen und da ist einer erst, einer zweiter und einer dritter geworden von jeder Klasse. Und ich bin mit der Miriam Bischof, bin ich zweiter geworden. Ich bin die Michaela Obernosterer und ich habe mit der Michelle Kohlmeier getanzt. Und was habt ihr getanzt? Rumba, Salsa und das Warm-up. Da haben wir halt so Hip-Hop tanzen müssen. Wer war da bei euch in der Schule und hat mit euch das einstudiert? Andy und Kelly. Ja, und das sind ja absolute Profis, was Tanzen angeht. Und ihr werdet jetzt vielleicht auch Profis werden, oder was? Ja, glaube ich schon. Vielleicht, ich weiß noch nicht. Ich will auch tanzen. Ihr könnt ja eine Ballettschule aufmachen zum Beispiel dann. Ja, wir können auch schön eins aufmachen, aber ich tanze nicht so wie ein Ballett. Aber eine andere Tanzschule ist mit Hip-Hop, gell? Ja. Machen, oder? Wie wird diese Tanzschule dann in Sachsenburg heißen? Du darfst jetzt einen Namen aussuchen. Hip-Hop School. Das ist eine coole Idee. Hallo, ich bin der Johannes Christner, ich bin 9 Jahre alt, wohne in Oberdefeld und... Du hast eine super coole Frisur. Ja. Ja, aber ehrlich, so mit Gel, gefällt dir, oder? Ja. Echt cool aus, wer hat denn die gemacht? Ich. Selber gemacht, das Gel so hinein. Hinein. Ja. Das hast du vom Papa geflaucht, das Gel. Nein, selber. Ich bin der Christoph Humer aus Sachsenburg. Ich bin 7 Jahre alt, ich gehe in die zweite. Und dann haben wir noch ein Mädel dabei. Ich bin die Michelle Kohlmeier, komme aus Sachsenburg und wohne Maria-Theresa-Straße 5 und gehe in die vierte Klasse und bin 9 Jahre alt. Du hast mit beiden Buben getanzt, oder wie? Ja, in einer Gruppe mal. Aber so nicht, zusammen nicht? Nein. Und ihr, mit wem habt ihr nachher getanzt? Mit der Julia Strauß. Ist sie dir ein paar Mal draufgestiegen auf dich? Nein. Bist du ihr draufgestiegen? Ja. Sonst habe ich halt brav geübt, aber bin schon in der ersten Runde erschienen. Ist ja wurscht, oder? Ja. So, es hat Spaß gemacht. Wie war denn das bei dir? Ich habe unbedingt wollen tanzen und dann habe ich mich halt angemeldet, weil meiner Mama hat es halt auch gefallen. Und hat die Mama schon gewusst, wenn Andy und Kelly kommen, dann kann da noch was kurz dabei rauskommen, oder? Ja. Und du hast mit einem Mädchen zusammen getanzt wahrscheinlich? Ja, mit der Michaela Obermann. Seid ihr weitergekommen, gell? Ja, wir sind mal Vierter geworden. Gratuliere bitte. Du, und wie war dieser große Auftritt? Ihr wart ja, glaube ich, im Casineum. Ja, es war sehr lustig. Viel Leute waren... Warst du nervös? Ja, ein bisschen. Wer war denn alle im Publikum, dass du gewusst hast, da kann nichts schief gehen? Die Gotti, die Mama und mein Bruder. Und wen möchtest du jetzt noch via Radio Kärnten grüßen? Meine Mama. Alles Gute und her bitte mit die Sendung.
Kuddelmuddel heute mit den Gewinnern der Aktionen des Projekts Andy and Kelly Go Back to School mit einigen Schülerinnen und Schülern aus Sachsenburg. Ich heiße Elena Strasser und ich tue so gern reiten. Ich habe selber ein Pony und eins gehört so mittelmäßig mir. Die heißt nämlich Elena. Zu mir sagt meine beste Freundin, die Maria, immer Elli. So heißt mein Pony und der ist schneeweiß. Im Winter schaut das voll schön aus, da ist er richtig weiß. Da kannst du schon richtig alleine losgaloppieren, oder? Ja, ich habe auch schon den Reiterpass. Stowoki, das heißt, wann hast du angefangen mit dem Reiten? Ich bin mit Pferd aufgewachsen. Und mit wem bist du heute zu mir gekommen? Mit der Magdalena Hinwärter. Ich komme aus Sachsenburg. Ich habe 5 Pferde. Ich reite auch gern. Ich habe da mitgemacht bei Andy und Kelly. Und habe 3 Geschwister, die heißen Lisa, Leonie, Fabian und ich. Und meine besten Freundinnen sind die Celine und die Emily. Und ich bin gern in der Schule. Und wie hat dir das Tanzen jetzt getaugt, nachdem du ja so eine Reiterin bist? Ja, auch gut. Ich habe halt mit Markus tanzen müssen, weil dann von Markus die Partnerin ist dann weggezogen. Und dann habe ich halt gesagt, ich tanze mit. Was habt ihr denn da überhaupt anziehen müssen? So ein Leibel und ein Rock, der was sich schwingen lässt. Und ich habe ein Kleid angehabt, das hat sich auch schön schwingen lassen. Jetzt lässt du das Reiten einfach sein und tust nur mehr tanzen, oder wie? Ich reite trotzdem mehr, als ich tanzen tue. Ich bin die Chiara Glanzer. Ich bin die Denise Scheifinger und bin 9 Jahre alt. Ich bin die Anna-Lena Zwenig. Ich bin 10 Jahre alt und ich gehe auch in die 4. Klasse. Waren ja Andy und Kelly bei euch, das waren so eure neuen Lehrer, waren die manchmal ein bisschen streng? Ja, manchmal, aber nicht so streng. Ja, meistens war zu mir der Andy streng. Wie die ausgebessert hat er dich, damit du dann perfekt bist auf der Bühne, oder? Ja, ich finde, es war keiner von dir zwar streng. Also einfach nur lustig und erhebt. Ja. Sie hat vorher schon gerne getanzt oder ist das dann erst durch diese Aktion, durch dieses Projekt dann so gekommen? Nein, ich habe schon vorher so gern getanzt. Bei manchen Liedern habe ich so gern dazu getanzt. Ja, bei manchen Liedern, die was mein Bruder immer eintut. So rumänische und englische und Dubstep-Lieder. Der schaltet dann ganz laut. Und dann muss man einfach mittanzen. Wie war denn das bei dir, Annalyn? Seit ich das erste Mal Dancing Star geschaut habe, habe ich da nur getanzt und getanzt und dann habe ich einmal mitgetanzt und dann bin ich einmal hingefallen und dann ist ein Glas gefallen. Na, servus, Kaiser. Dancing Stars hast du auch geschaut, oder? Ja. Was hat dir da dran besonders gefallen? Am meisten meine Lieblingsdänzer, der Willi, Gavalier und seine Partnerin. Bei dir gibt es da auch irgendwelche Lieblinge tänzerisch gesehen? Ja, die Rihanna. Ja, ist schon cool, oder? Ja. Aus Sachsenburg sind die Kinder extra zu mir gereist, denn sie waren bei Andy und Kelly mit dabei, haben getanzt. Aber am besten stellt euch gleich selber vor. Hallo, ich bin die Willnur. Hallo, ich bin die Magdalena, 7 Jahre alt. Und du bist? Simone. Der geht in eine Klasse, oder? Ja. Der Lockenkopf und die Simone mit dem schönen Zopf, hat auch einen Zopf, gell? Also mal schauen. Ach, bitte, ihr habt euch alle so schick gemacht heute. War das bei dem großen Fest oder bei der großen Schlussveranstaltung auch so, dass ihr euch so schön gemacht habt? Ja. Da habe ich einen Zopf da hinten gehabt, da sind die Lockelelei so vom Zopf aus. Dann habe ich ihn ganz schön angezogen. Geschminkt auch? Ein bisschen, Lidschatten. Nein, der auch, von der Mama geholt, oder? Nein, das darf ich, habe ich selber. Ja, du hast ja auch so eine schöne rosarote Strähne im Haar, wie geht denn das bitte? Das haben sie mit der Maschine gemacht. Zu was tanzt du denn am liebsten zu Hause? Ja, CDs und alles oben, da tanzt sie am liebsten zu warm. Gibt es bei euch irgendetwas, das ihr besonders gerne macht? Jetzt vielleicht nicht gerade tanzen, aber vielleicht habt ihr noch ein anderes Hobby. Zeichnen. Was zeichnest du denn da zum Beispiel? Am liebsten am Baum mit einem Mädchen, eine Sonne und Blumen dazu. Schön. Und du, was machst du denn noch gerne außer tanzen? Mit meiner Schwester spielen. Und was wollt ihr mal werden, wenn ihr groß seid? Masseurin. Weil ich meiner Mama immer massieren kann, dann kriege ich dafür Geld. Echt? Was tust du massieren bei der Mama? Den Rücken? Den Kopf, den Rücken und die Füße. Kann man dich auch buchen? Ja. Okay, und wie viel kostest du? Mindestens für Kopf und Füße 2 Euro. Da kommt dann schon was zusammen, gell? Und was kaufst du dir, wenn du dann ganz viel Geld schon beieinander hast? Ich kaufe mir einen Film, was ich ganz gerne schaue. Richtig. Die wilden Kerle.
Ja, der ist cool. Der ist cool. Den kenne ich auch. Der gefällt mir auch total gut. Was ist denn der Hahn? Ja, der ist mit Geistern und Gespenstern. Na, mit Vampire. Wow, grausig, bitte. Das gefällt dir. Ja. Und Asterix auch. Asterix ist auch super. Die werden alle bei dir zu Hause anrufen und sagen, hey, kannst du mir mal eine Massage machen? Wenn die das jetzt im Radio. Ja, ich hab nämlich schon meiner Oma, meine Tante. Kann man ein Geschäft aufmachen? Ja. In Sachsenburg City, oder? Ja. Also nichts wie hin zu Magdalena und dann massiert sie dich. Alle aus Sachsenburg heute hier bei mir im Studio bei Kuddelmuddel. Möchtest du irgendwen grüßen, der jetzt zuhört zu Hause? Mein Bruder. Wie heißt denn der? Lukas. Wie alt ist der? 11. Jetzt müssen wir noch klären, wie du heißt. Emilia. Und du bist wie alt? 7. Jetzt kennen wir uns aus. Und wer bist du? Stell dich mal vor. Die Sophia. Wer bist du? Lara. Bin 8 Jahre alt und ich mag den Elias grüßen. Elias? Ich habe gedacht, das ist dein Freund. Na, ist ja, du lacht sie. Hast du einen Freund? Na. Ja, hätte ja sein können. Ja, mein Bruder. Nerven tun sie. Ja, das ist halt bei Buben manchmal so. Und die Buben erzählen wahrscheinlich, dass die Mädchen nerven. Das ist halt immer so eine Sache, gell? Ja. Wie war denn das jetzt mit dem Tanzen bei dir? Hat dir das getaugt, dass die zwei da, Annie und Kelly, zu dir gekommen sind in die Schule? Das sind meine Turnübungen und Tom geübt. Da hat jeder alleine getanzt oder immer zu zweit? Immer zu zweit. Habt ihr dann auch privat zu Hause am Nachmittag geübt? Sie hat nicht immer Zeit gehabt. Ich habe immer Zeit gehabt. Also ich habe Essen, Haus und dann habe ich gleich Zeit gehabt. Tanzen dann? Ja. Ich habe mit meinem Bruder getanzt, dann habe ich jeden Tag üben können. Natürlich perfekt, oder? Ja. Steht er da hinten? Ja, der ja. Wer ist das? Ist der Ja. Bruder? Okay, ist der immer lieb oder ist der manchmal auch so ein bisschen? Der ist immer lieb. Immer lieb. Schau, es gibt auch liebe Buben, siehst du? Ja, aber nicht mein Bruder. Es gibt nur Kleinigkeit und dann fangen sie an zu streiten. Lukas, bitte mach das nicht mit deiner Schwester. Sagen wir das jetzt noch einmal zu ihm da per Radio. Ja, das ist immer lieb und brav zu mir sein, Okay. Und werdet ihr noch weiter tanzen in Zukunft, du und dein Bruder? Ich mag weiter tanzen. Ich mag auch weiter tanzen. Vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart, die Kinder aus der Volksschule Sachsenburg. Wobei einige werden noch zu Wort kommen in einer Woche hier bei mir im Kuddelmuddel. Aus Sachsenburg sind dann Kinder da, die gewonnen haben bei Andy and Kelly Go Back to School und auch noch die Volksschule Welzeneck. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und träum was Süßes von sauren Gurken. Deine Sonny. Pirti.